pass by Richards, he finds Lewandowski. Fantastic save by Schmollo. Next ball into the centre, and Lewandowski's there again, and he scores. What a scene here by Bayern Munich. Hansi Flick with a huge smile on his face here. Passt von der rechten Seite rein, Lewandowski nimmt den Ball an, Lewandowski, Tor, Traumtor Europas, Fußballer des Jahres mit dem Doppelpack. Alaba. Here's Thomas Müller in the middle, and Lewandowski with the hat-trick, and it's 3-0 to Bayern Munich, and Bayern has taken a lead 5 minutes from time. Maximilian Mittelstädt, and there is a header on goal, and you're not going to believe it, the 3-3 equaliser. Is that true? Here's Lewandowski, and he scores! It's Lewandowski 4, Hertha Berlin 3. What a nervy moment, and what a cool striker that is. Europe's finest, Robert Lewandowski. I have to say that was, in the end, the game is an amazing game for us. For sure, that was not easy game because we lost 3 goals and we had to fight until the last minute. And I think so that we showed that our mentality, that we fight until the end. And for sure, we're happy that we have the 3 points and we won this game because for us, after the short break, after the last 2-3 weeks, that was extreme important, and I think so after the national break we can come back on our track and to get the rhythm. Absolut verrücktes Spiel. Ja, wir kriegen 3 Tore zu Hause, relativ einfache Gegentore auch. Haben eigentlich schon 2-0 geführt, wo man denkt, jetzt hat man einen soliden Vorsprung, geben das her. Ja, natürlich zu viele Gegentore bekommen, am Ende gewinnen wir es, und von dem her war es trotzdem nochmal in Ordnung. Ganz komischer Spielverlauf, haben uns beim Stand von 0-0 ziemlich schwer getan, Torchancen so rauszuarbeiten. Dann machen wir 1-0, sogar das 2-0 in der zweiten Halbzeit, und dann denkst du eigentlich, das Spiel spielst du runter. Dass wir da nochmal das so spannend machen, darf natürlich niemals passieren. Nach dem verlorenen Spiel in Hoffenheim durften wir auf keinen Fall Punkte verlieren. Und ja, es hat über weite Strecken gut ausgesehen, aber dann hat sich in der zweiten Halbzeit Nachlässigkeiten haben sich da bei uns eingeschlichen, bei 2-0 Führung, die sich jetzt leider schon die letzten Wochen so ein bisschen durchziehen. Es gibt mit Sicherheit viel aufzuarbeiten, gar keine Frage. Es war heute nicht das Gelbe vom Ei, aber das Spiel dann noch zu gewinnen, das spricht auch für eine gewisse Qualität. Ich sage mal so, es menschelt. Wir haben 2 Pokale geholt in den letzten 2 Wochen oder 3 Wochen. Wir sind sicherlich in dem Flow, aber wir gestehen uns leider zu sehr so ein bisschen diese Nachlässigkeiten auch zu. Ja, heute 4 Tore ist natürlich super. Gerade mit dem letzten, dass er uns dann noch zum Sieg geschossen hat, war top. Levi hat heute natürlich ein außergewöhnliches Spiel gemacht. 4 Tore schießt man tatsächlich selbst er nicht alle Tage. Und dementsprechend Kompliment. Ja, ich habe ihm gesagt, dass er so langsam mal zünden muss bei dem, was die anderen Jungs da abliefern aktuell, die dann noch in den anderen Vereinen vorne sich rumtummeln. Und ich glaube, das hat ihn ein bisschen angeheizt, da heute Vollgas zu geben. Und dann, dass er das Ding dann so über die Bühne bringt, ist natürlich einfach ja, pure Klasse. Wir wollen schon wieder dahin, was uns auch diesen Ruf eingebracht hat nach der Corona-Pause, ja, wo jeder von Anfang an und auch während des Spiels wusste, wenn wir 1-0 vorne sind, ist gar nichts mehr zu holen. Heute hat man schon gemerkt, der ein oder andere hat ein bisschen schwere Beine gehabt und ja, vielleicht auch nicht mehr ganz die Frische im Kopf. Jetzt fahren wir alle zur Nationalmannschaft und werden dann wieder mit frischen Gedanken und frischen Beinen wieder zurückkommen.